froh auf Feedback, um Feedback auf Twitter unter dem Hashtag C3T. Und ihr könnt auch an C3Translate tweeten oder uns e-mailen an hello@c3lingo.org. Ja, jetzt hören wir von Omegal Select Code Execution from Star using SQLite. Hallo zusammen. Willkommen zu meinem Vortrag, wo wir Code Execution mit böswilligen SQLite-Datenbanken kriegen. Ich bin Omegal aus Tel Aviv, forsche an Vulnerabilities, habe die letzten 3 Jahre Checkpoint Research betrieben und bin jetzt vor kurzem ins Startup Hunters AI übergegangen. Unsere Agenda: Ich rede über die Motivation und Hintergrundstory, gebe eine kurze SQLite-Intro. Wir werden über die Attackenoberfläche einer boshaften Datenbank reden, über vorherige Arbeit reden und denken dann darüber nach, wie wir Memory Corruptions nutzen können mit reinem SQL. Sprechen dann über query-orientiertes Programmieren, also COP. Ich demonstriere ein bisschen und werde schließen mit zukünftigen Arbeiten und ja, einer Zusammenfassung. Die Motivation ist relativ offensichtlich. SQLite ist eine der meist deployten Softwares in dieser Welt. Das seht ihr in PHP 5, 7, Android, iOS, Windows 10, Firefox und Chrome. Und die Liste kann man unendlich lange fortführen. Und eine SQLite-Datenbank befragen, es fühlt sich safe an, aber am Ende des Vortrages wisst ihr hoffentlich, nee, das nicht so. Das fing an damit, dass Menschen versucht haben, Passwörter zu stehlen. Es gibt viele davon in der Welt. Die Story ist immer ungefähr dieselbe. Ein Computer wird infiziert. Irgendeine Malware sammelt sich die gespeicherten Credentials von den verschiedenen Clients. Irgendeine Client-Software speichert diese Secrets in der SQLite-Datenbank und die Malware schickt das zu ihrem Command-and-Control-Server und der extrahiert die Geheimnisse heraus und speichert sie in seinem Loot. Omri und ich, ein Kollege von mir, haben uns dann die geleakten Quellen von solchen Passwortstehlern angesehen. Und diese Leute ernten einfach ein paar unserer Datenbanken und ja, lesen sie aus in ihrem Backend. Und können wir das, diesen Load and Query von einer nicht vertrauenswürdigen Datenbank zu unserem Vorteil benutzen? Das könnte viel größere Implikationen in verschiedenen Szenarien haben, weil SQLite so beliebt ist. Und das hat uns die längste Capture the Flag Challenge meines Lebens bislang eingebracht. Die meisten anderen SQL-Datenbanken haben eine Client-Server-Architektur, bei SQLite ist das nicht so. SQLite schreibt und liest direkt Dateien. Eine vollständige Datenbank mit verschiedenen Tabellen, Indizes, Triggern, Views ist innerhalb von dieser einen Datei enthalten. Lass uns also auf die Angriffsoberfläche schauen. Dies hier ist ein Schnipselcode aus einem sehr bekannten Passwort-Stealer. Da sehen wir erstmal SQLite Open, wo die potenziell böswillige Datenbank geladen wird. Dann sehen wir den eigentlichen Query, das Select-Statement. Wir sehen ja, wir haben keine Kontrolle über dieses Statement, es ist ja immerhin hardgecoded. Aber wir kontrollieren vielleicht den Inhalt, also können vielleicht sehen, was da geht. Der erste Punkt, das SQLite Open. Das ist viel Setup- und Konfigurationscode. Und dann haben wir ziemlich geradliniges Header-Parsing. Der Header ist etwa 100 Bytes lang, also nicht so lang. Und das wurde schon ausgiebig befasst von dem Tool AFL.
Das ist also kein vielversprechender Pfad für uns. Der SQLite Query könnte schon viel interessanter sein. Um es mit den Worten des SQLite Authors zu sagen, das Select Statement ist das schwierigste Command in der Sprache SQL. Hinter SQLite sitzt eine Virtual Machine. Das heißt, jeder Query muss kompiliert werden in Bytecode. Das ist auch bekannt als der Vorbereitungsstep, Preparation Step. Das heißt, SQLite Prepare macht genau das, läuft und expandiert den Query. Zum Beispiel wird so ein Stern zu allen validen Spaltennamen umgeschrieben. SQLite Locate Table verifiziert, dass alle relevanten Objekte tatsächlich existieren und sucht nach ihnen im Speicher. Jede SQLite-Datenbank hat einen SQLite-Master-Table, in dem das Schema für die Datenbank hinterlegt ist. Das hier ist die Struktur für so eine SQLite-Master-Tabelle. Da haben wir halt den Type der Tabelle oder ob es ein View ist, der Name. Und ganz unten seht ihr die Spalte SQL. SQL ist dann die Data Definition Language, die dieses Objekt beschreibt. Ja, DDL steht für Data Definition Language. DDL-Commands sind ungefähr sowas wie Header-Files in C. Sie definieren Strukturen, Namen und Typen innerhalb der Datenbank. Und stehen im Klartext innerhalb der Datei. Wir sehen uns hier ein Beispiel an. Wir öffnen den SQLite Interpreter, erzeugen eine Tabelle, tun Werte rein, beenden den Editor und sehen uns einen Bytecode an und sehen unmittelbar das Create Table Statement, was Teil des SQLite Master Schemas ist, und sehen auch die Werte. Lass uns also zurückgehen zu der Query-Vorbereitung. SQLite Locate Table versucht die Struktur, die die Tabelle hat, die wir bequeryen wollen, zu finden. Also liest es das Schema, was es in SQLite Master findet. Wenn es das zum ersten Mal tut, wird es eine Callback-Funktion haben für jedes solche DDL-Statement. Dieser Callback validiert die Data Definition Language und baut die interne Datenstruktur dieses Objekts auf. Also haben wir darüber nachgedacht, DDL-Patching zu betreiben. Was, wenn wir den Query innerhalb der Data Definition Language verändern? Das hier ist der Callback, von dem ich gerade geredet habe. Der wird erst verifiziert mit Create Space und nur dann wird präpariert. Das ist eine ziemliche Einschränkung. Es muss anfangen mit Create Unterstrich. Aber es hinterlässt uns noch ein bisschen Raum für Flexibilität. Wenn wir uns die SQLite-Dokumentation aber ansehen, können wir Create Index, Table, Trigger, View, Virtual Table machen. Etwas, was wir noch nicht wirklich verstehen. Dann haben wir also darüber nachgedacht, über Create View. Das ist sozusagen ein vorverpacktes Select Statement. Views können genauso uncreate werden wie Tabellen, also ist Select Call A from my table etwa dasselbe wie eine Spalte aus diesem View selecten. Dann können wir über Query Hijacking nachdenken. Wir werden also die SQLite Master DDL mit Views statt mit Tables patchen. Und diese Patched Views können jedes Select haben, was wir haben wollen. Und mit diesem Select Subquery können wir mit dem SQLite Interpreter interagieren. Das ist ein großer Schritt vorwärts. Also haben wir einen völlig unkontrollierbaren Query zu etwas gemacht, wo wir jetzt Kontrolle ausüben können. Etwa hier ist Beispiel, da haben wir die originale Datenbank und die hat eine Tabelle mit zwei Spalten, Dummy, Call A und Call B. Und dann würde die Software, die wir targeten wollen, es vielleicht versuchen anzufragen mit Select Call A, Call B from Dummy. Und dieser View kann das hijacken. Wir machen
ein View, der denselben Namen hat wie diese Tabelle, auch mit denselben Tabellen, aber dahinter kann jetzt stehen Select 2 Subquery Spalten. Hier wäre ein praktisches Beispiel dafür. Wir createn ein View mit Dummy mit Call A und Call B, benutzen die SQLite-Version-Function, denn das ist eine Built-in-Function von SQLite, die können wir benutzen. Und das zweite benutzt die SQLite-eigene Implementation von printf. Und das ist eine der wirklich überraschenden Features und Fähigkeiten von SQLite. Wenn wir uns das jetzt von der Target-Seite ansehen, dann versucht jemand aus Dummy zu queryen und selected aber hier mit diese Funktion, die wir dort initiiert haben. Das ist ein großer Schritt vorwärts. Wir haben etwas Kontrolle über diesen Query bekommen. Was können wir jetzt mit dieser Kontrolle machen? Hat SQLite irgendwelche Systemkommandos? Können wir damit lesen und schreiben auf irgendwelche anderen Files? Das war ein guter Punkt, um auf vorangegangene Arbeiten zu schauen. Wir waren offensichtlich nicht die Ersten, die auf die Idee gekommen sind, SQLite so auszubeuten, mit dem hohen Potenzial. Denken wir bei SQL Injections nach, das Szenario ist etwa dasselbe, irgendjemand mit boshafter Absicht hat Kontrolle über einen SQL-Query. Es gibt ein paar bekannte SQL-Injection-Tricks in SQLite. Wir erzeugen eine Tabelle und setzen ein paar Strings rein. Jede Datenbank ist einfach nur eine Datei. Das ist sowas ähnliches wie ein beliebiges Dateienschreiben. So, wir können aber nicht anhängen, denn DDL muss anfangen mit create. Ein anderer bekannter Trick ist die Load Extension Function. In diesem Fall also etwa eine Remote DLL. Und auch diese Funktion ist aber typischerweise deaktiviert per Default. Wie sieht es aus mit Memory Corruptions in SQLite? SQLite ist ziemlich kompliziert und geschrieben in C. Es gibt den schönen Blogpost Finding Bugs in SQLite the Easy Way, also Bugs finden in SQLite auf die einfache Art und Weise, und finde 22 Bugs in 30 Minuten Fuzzing. Seitdem, also Version 3.8.10 in 2015, haben SQLite angefangen, AFL als integralen Teil ihrer Test-Suite zu benutzen. Und diese Memory Corruptions ließen sich wirklich nicht gut ausbeuten ohne eine bequeme Umgebung. Und die Security Research Umgebung fand das perfekte Ziel, nämlich WebSQL. WebSQL ist im Prinzip eine Web-API, mit der man Daten in der Datenbank speichern kann. Man kann es von JavaScript callen. Es besitzt ein SQLite Backend und es ist vorhanden in Chrome und Safari. Hier sehen wir ein ganz einfaches Beispiel, wo man eine Datenbank öffnet und eine Transaktion öffnet und WebSQL ausführt. Anders gesagt, was wir haben hier, ist einen unvertrauten Zugriff auf eine SQL-Datenbank. Dieses ist erreichbar von jeder Webseite, insbesondere von ein paar sehr beliebten Browsern. Und diese Bugs können jetzt mit der sehr schönen Umgebung von JavaScript-Interpretern ausgenutzt werden. Es gab sehr viele beeindruckende Forschungsergebnisse, die gepublished wurden in der letzten Zeit. Zum Beispiel sehr einfache Sachen wie das Ergebnis CVE-2014-7036, wo eine unvertrauliche Pointer-Dereferenzierung ausgenutzt wurde, und eine etwas kompliziertere von Black Hat in 2017, wo die FTS-Optimizer-Function ausgenutzt wurde. Und der Magellan hat Bugs gefunden
wo er Integer Overflows in SecRealNext ausgenutzt hat. Und wenn ihr euch ein bisschen das anguckt, dann seht ihr ein sehr interessantes Pattern, denn alle diese Funktionen, die ausgenutzt wurden, starten mit FTS. Und dann frage ich mich, FTS, was soll das bedeuten? Und ich habe gegoogelt und war noch mehr verwirrt. Nach ein bisschen Überlegen habe ich endlich festgestellt, dass FTS steht für Full-Text-Search, Volltextsuche steht. Und zwar gibt es virtuelle Tabellen. Und das, was es erlaubt, dass man Textsuchen auf Dokumenten macht. Oder wie die SQL-Autoren es bezeichnen, ist wie Google auf Datenbanken. Das gibt ziemlich viele coole Funktionen, die man dafür bekommt. Zum Beispiel R-Tree, das macht geografisches Indexing. Oder virtuelle Table CSV, die es einem ermöglicht, eine Datenbank wie ein CSV-Dokument zu behandeln. Und diese virtuellen Tabellen werden genauso wie normale Tables gequeried, aber hinter dem Vorhang passieren sehr viele magische Dinge. Zum Beispiel die Queries, die gecallt werden, arbeiten auf sogenannten Shadow Tables, Schattentabellen. Und stellen wir uns vor, ich würde jetzt so eine virtuelle Tabelle erzeugen mit Create Virtual Table. Und jetzt inserte ich in diese Tabelle einen String. Und jetzt für eine sehr effiziente Suche brauche ich etwas Metadaten, also Tokens oder Metadaten. Und das ist alles Text. Das heißt, diese eine virtuelle Tabelle wird verteilt auf drei Shadow Tables. Und zwar die Metadaten kommen auf VT Segments und der Content in VT Content. Und diese Shadow Tables haben Interfaces zwischeneinander, wo Daten hin und her transportiert werden. Das heißt, es gibt Pointers in den einzelnen, die zwischen denen auch übertragen werden müssen. Und diese Interfaces basieren darauf, dass man sehr viel Trust zwischen den einzelnen Tabellen hat. Das heißt, das ist natürlich ein gefundenes Fressen, um Fehler zu finden. Und ich möchte euch gerne zeigen, was ich in dem R-Tree Virtual Tabellen Modul gefunden habe. Das ist ein Feature, was in macOS und iOS und Windows 10 verfügbar ist, insbesondere auch in Windows 10. Es macht sehr smartes geografisches Index indizieren. Die DDL sieht wie folgend aus. Und jede virtuelle Table muss mit ID anfangen. Und dann gibt es X- und Y-Koordinaten. Das heißt, jedes R-Tree-Interface erwartet, dass ID ein Integer ist. Aber ich kann ja jetzt auch eine virtuelle Tabelle anlegen, die nicht ID, einen String oder sowas bekommt, in dem ersten Fall. Und wenn wir das machen, dann bekommen wir einen Crash, nämlich ein Out-of-Bound-Crash auf dem Heap. Und das ist ein Crash in diesem Beispiel, der auf Windows 10 passiert ist. Und das ist ziemlich gut. Denn jetzt haben wir festgestellt, okay, diese Virtual Table haben Bugs. Und wir können mit dieser Query-Hijacking-Technik können wir diese Bugs triggern auf unserem Ziel. Und das heißt, wir sorgen dafür, dass auf diesem Target ein Segmentation Fault, ein Zugriffsfehler passiert. Um weiter arbeiten zu können, brauchen wir eine Form von Skripten. Aber wir haben kein JavaScript zum Beispiel. Das heißt, wir haben keine Logic-Statements wie if oder Schleifen, Loops. Aber wir haben doch schon mal irgendwie gehört, dass SQL Turing-complete ist oder Turing-vollständig ist. Das heißt, wir haben ja eine kleine Wishliste zusammengestellt, die wir gerne haben möchten. Hier ist also die Liste von Primitiven, die wir gerne haben wollen. Um einen vollständigen Exploit also schreiben können mit diesen Memory Corruption Bugs, was brauchen wir dann? Das erste Mal, wir möchten Speicher leaken können, ein Infoleak. Dann möchten wir halt auch den wirklich gewöhnlichen Task, nämlich 64-Bit-Zeiger bearbeiten können, Zeigerarithmetik betreiben können und dann suchen, wo ist denn die Basis von libsqlite.
Und nach Lesen und Manipulieren von Zeigern wollen wir sie natürlich auch wieder verpacken und dann mit denen irgendwas schreiben können. Und natürlich ist auch ein einzelner Zeiger nicht alles, was wir wollen. Wir wollen eigentlich auch gefakte Objekte im Speicher bauen können. Und wir möchten einen Heapspray betreiben können. Und kann all das getan werden nur mit SQL? Ja, schon. Und stolz präsentiere ich euch query-orientiertes Programmieren, COP. Um das zu demonstrieren, schauen wir uns den nicht gefixten CVE 2015-70-36 an. Da könntet ihr euch jetzt fragen, wie kann es sein, dass ein 4 Jahre alter Bug immer noch nicht gefixt ist? Das ist ein ziemlich guter Punkt für unser Argument. Der wurde nur als gefährlich empfunden im Kontext von nicht vertrauenswürdigen Web-SQL. Also geblacklistet, solange er nicht kompiliert wurde mit Enable FTS Tokenizer. So, was wird damit compiled? Das sind PHP 5, PHP 7, iOS, macOS und wahrscheinlich noch so viele andere Targets, für die wir einfach nur keine Zeit hatten, sie uns anzusehen. Schauen wir uns also diese Verwundbarkeit mal genauer an. Ein Tokenizer ist ein Satz Regeln, um Terme aus einem Dokument oder aus einem Query rauszuziehen. Der grundlegende Tokenizer einfach zerlegt Strings einfach bei an ihren Whitespaces. Aber man kann auch Custom Tokenizer schreiben. Etwa auch C-Funktionen da reinparsen in den FTS 3 Tokenizer im SQL Query. This is a bit weird, so I'll repeat it slowly. You pass a raw pointer to a C function in an SQL query. Man kann also einen rohen Zeiger in eine C-Funktion in einem SQL-Query einpacken. Ich verstehe an diesem Punkt nach wie vor nicht, wie man das außer für Exploits benutzen kann. FTS-Tokenizer ist tatsächlich eine überladene Funktion. Wenn man es mit einem Argument nutzt, kriegt man die Adresse dieses Tokenizers, um das ein bisschen menschenlesbarer zu machen, etwas menschenlesbarer, benutzen wir den Hexdecoder und kriegen damit ein Infoleak von libsqlite. Wir müssen es noch umdrehen, aber gut, das ist schon ziemlich gut. Wenn man das jetzt mit zwei Argumenten callt, das erste ein Name eines Tokenizers und das zweite ein Rowpointer, total verrückt, dann können wir jetzt die Adresse dieses Tokenizers lesen. Wenn also jetzt jemand so ein Virtual Table mit FTS 3 versucht zu erzeugen, erzeugen wir einen Segmentation Fault. Fassen wir es nochmal zusammen. SQLite ist also ein wundervoller Einschussangriff für viele Ziele. Eine komplexe Maschine geschrieben in C, mit Query Hijacking können wir diese Bugs auslösen und zielen darauf, volle Exploits zu implementieren mit allen notwendigen Primitiven, nur mit SQL Queries. Das heißt, unser Plan für Exploitation ist, ein paar Zeiger legen, dann ein paar Funktionsadressen finden, ein Fake-Tokenizer-Objekt mit so ein paar Zeigern auf System erzeugen, den Default-Tokenizer überschreiben, dabei dann unseren böswilligen Tokenizer auslösen, irgendwas passiert und zuletzt sollten wir irgendwie einen Profit daraus schlagen können, oder? Fangen wir an mit dem Speicherleck. Schauen wir uns also einen libsqlite-Leak an. Da wissen wir schon, wie es geht. Wir haben den FTS-Tokenizer gesehen. Da gibt es noch das kleine Problem mit dem Little Endian Pointer, den wir umdrehen müssen. Sicherlich können wir auch also SQLite-Funktionen benutzen, um ihn zwei Items zur Zeit zu lesen und umzudrehen. Die Syntax wäre so: Jetzt haben wir den Pointer.
Sehr gut. Was ist, wenn wir das jetzt auf den Heap tun wollen? Dafür müssen wir finden, wo der Heap ist. Dazu machen wir etwas Ähnliches wie mit dem R-Tree-Bug, von dem wir geredet haben. Wir benutzen also dieses Virtual Table Interface, legen ein paar Werte darin ab. Jetzt werden wir das Match-Interface verwirren. In Memory macht es dann tatsächlich einfach nur den Zeiger finden mit den Metadaten, die es hat. Statt es also zu einem anderen Virtual Table Interface zu geben, geben wir es einfach in den Hex Decoder, den Raw Pointer, und finden damit jetzt die Little Endian Adresse von dem Heap. Fertig, den Punkt in der Liste haben wir. Um diesen Pointer erst zu entpacken, haben wir ein grobes Problem. Ohne Browser WebSQL haben wir halt keine Variablen, keine Arrays. Wir brauchen komplexe Logik. Wir müssen die Funktionsadressen und Dinge irgendwie im Speicher halten. Und wie macht man das in SQLite? Naja, wir haben Insert Statements, aber wir können nur Create Table, View, Index oder Trigger. Also haben wir darüber nachgedacht, Views zusammen zu ketten, um sie als Pseudo-Variablen zu benutzen. Schauen wir uns ein Beispiel an. Wir erzeugen einen View Little Endian Leak. Wieder einmal mit dem FTS Tokenizer. Jetzt legen wir noch einen View da oben drüber und nennen ihn Leak. Und der flippt einfach wieder, wie wir es vorhin gesehen haben, aber mit Referenz auf den Little Endian Leak. Was wir am Ende haben, ist eine Pseudo-Variable, die wir Leak nennen. Und wenn wir davon selecten, kriegen wir genau das erwartete Resultat. Jetzt können wir uns bewegen. Wir können kompliziertere Dinge mit dieser Logik bauen und etwa 64-Bit-Pointer entpacken. Lass uns also etwa versuchen, die Basis eines Images zu finden oder den Heap, und müssen damit irgendwie unseren Pointer zu einem Integer umwandeln. Also müssen wir damit die Pointer lesen, ein Zeichen zur Zeit. Um den Wert dieses Hex-Charakters zu lesen, benutzen wir InStr, ist wie StrChar. Dann kriegen wir einen Wert von dem Hex-Charakter. Dann müssen wir ein bisschen Schwarzmagie betreiben mit Shiften und hängen das alles wieder zusammen. Das Resultat ist dieser Monster-Query, der uns dann am Ende aber den Integer genau die entpackte Version dieses initialen Leaks gibt. Jetzt haben wir ihn also entpackt und haben einen Integer. Fertig. Wir können Pointer jetzt also zu Integer machen. Jetzt zur Zeigerarithmetik. Wir haben die Adressen von ein paar Funktionen im Memory, im Speicher. Mit Integern in der Hand wissen wir jetzt aber, wie Zeigerarithmetik geht. Das ist einfach. Wir schauen uns also an, wo das entpackte Leak ist und können jetzt einfach irgendeine Konstante davon abziehen oder irgendeine Pseudovariable abziehen, um es dynamischer zu machen oder verlässlicher, und finden dann die libsqlite Base in Integer-Form. Das wäre jetzt also eine gute Gelegenheit, diese Pointer auch wieder irgendwo hin, also an die Orte dieser Pointer was zu schreiben. Das funktioniert für relativ viele Werte gut, aber für größere Integers werden das 2-Byte Conpoints, das ist für uns ein großes Hindernis. Nachdem wir uns sehr lang mit der Dokumentation auseinandergesetzt haben, haben wir auf einmal einen großartigen Einfall gehabt. Ah, okay, aber warte mal, unser Exploit ist ja eigentlich eine Datenbank. Aber wenn wir irgendeine Konvertierung machen wollen, können wir einfach vorher diesen Key-Value-Table anlegen
Und wenn wir einen anderen Wert haben wollen, können wir einfach einen Query machen und unsere vorher erzeugte Key-Value-Table verwenden. Hier haben wir diese Funktion, und die ist sehr einfach. Sie geht einfach über alle Values und insertet dann diese Conversion-Paare in die Tabelle ein. Lassen uns ein Beispiel angucken. Hier selecte ich den Value von HexMap, genau da, wo der Index genau das ist, mit ein bisschen Shifting und etwas dunkler Magie bekommen wir genau, und damit haben wir einen gepackten Little Endian Zeiger. Wie ich bereits erwähnt habe, einen einfachen Zeiger zu schreiben ist schon sinnvoll, aber noch nicht genug. Wir wollen weitergehen, wir wollen falsche Objekte schreiben. Und wie ihr euch vielleicht auch erinnert, das müssen wir auch tun, denn die FTS3-Tokenizer-Funktion braucht genau so eine Funktion. Das ist der Anfang dieser Funktion. Da gibt es die iVersion, das ist nur ein Integer, und da gibt es eine Funktion, die nicht so interessant ist. Aber dann haben wir drei Funktionen, nämlich xcreate, der den Tokenizer erzeugt, und xdestroy, der den Tokenizer löscht. Und die dritte Funktion ist sehr interessant, denn das ist die Funktion, die den String tatsächlich tokenized. Das heißt, die Funktion, in der wir den String, den wir kontrollieren können, einfügen können. Das heißt, das ist die perfekte Funktion, die wir targeten könnten. So, jetzt habe ich schon sehr viel von meinem SQL-Knowledge verwendet, aber ich habe noch einen Trick, den ich noch nicht verwendet habe. Und das sind Join-Queries. Wir werden jetzt einen Fake-Tokenizer anlegen, und dann werden wir eine Reihe von A's konkatenieren und dann andere Sachen miteinander konkurrieren. Und jetzt lasst uns mal schauen, was im Debugger dabei rauskommt. Und dann sehen wir, in some Plätzen sieht man AAA, und dann sieht man dieses Simple Create und Simple Destroy. Und wir sind fast fertig, aber wir brauchen noch eine Zutat für diesen Exploit. Wir haben jetzt bereits den fehlerhaften Tokenizer. Und wir wissen auch, wo der Heap ist, aber wir wissen noch nicht, wo unser Tokenizer ist. So, das ist ein guter Punkt, wo man Heap-Spraying machen kann. Das heißt, wir wollen unser Fake-Object-Primitive wollen wir wiederholen. Das heißt, wir dachten, okay, wäre es mit Repeat, aber leider ist das nicht in SQLite implementiert, sondern nur in MySQL. Aber zum Glück gibt es Stack Overflow, und das heißt, wir werden da die Zero-Blob-Funktion verwenden, die einen Blob zurückliefert mit n Bytes. Und wir werden Replace verwenden, um Sachen dann sehr häufig zu ersetzen. Und hier sieht man jetzt im Debugger, auch wenn es vielleicht schwierig ist zu lesen, hier haben wir sehr viel Konsistenzität. Das heißt, wir haben eine sehr gute Heap-Spraying-Technik entwickelt. Und damit haben wir alle Sachen, die wir auf unserer Liste haben, abgehakt und können zu unserem ursprünglichen Ziel zurückkehren. Noch einmal zur Wiederholung, das ist das Code-Snippet von diesem Passwort-Stealer. Und unten sieht man, dass es versucht, das ist das Secret, zu extrahieren, indem es aus BuddyRich aus der Tabelle Nodes extrahieren möchte. Und wir werden jetzt eine kleine Überraschung für diese Select-Query vorbereiten. Wir erzeugen jetzt eine Nodes, die hat drei Sub-Queries in den einzelnen Tabellen. Und jede dieser Subquery ist auch eine Query von in sich selbst. Und wir werden in Override Simple Tokenizer, werden unseren Tokenizer erzeugen. Und jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, was ist Heapspray? Und Heapspray ist diese Codekette, die unsere Heapspray-Technik, die wir entwickelt haben, benutzt.
Und das ist eine Join Query von ganz vielen Eyes und dann eine ganz viele Pointer. Und das geht weiter, denn P64 Simple Create wurde abgeleitet von und das ist, damit geht es immer weiter down the rabbit hole. Plus some constant, right? And this goes back to the unpacked leak version, right? Minus some constant. So again, we're using our pointer arithmetics capabilities. Wir benutzen hier also unsere Tagger-Arithmetik-Möglichkeiten und machen weiter mit dem U64-Leak, dem FAS-Initial-Leak und wir können das jetzt noch alles zu mit dem Leak, wie wir es ursprünglich aus der initialen Verwundbarkeit, dem FTS-Tokenizer, geholt haben. Das war jetzt erst eine der drei COP-Ketten. Und immer dann, wenn ich diesen Exploit beschreibe, ist das wahrscheinlich genau, wie ihr euch, wie ich für euch aussehe. Und irgendwie fühle ich mich auch so. Aber ihr müsst das weder so aussehen, noch euch so anfühlen wie ich. Wir haben das mit Python realisiert in COP.py. Und das könnt ihr jetzt bauen mit vier einfachen Zeilen Python. Damit könnt ihr jetzt also lustig spielen und nicht verrückt auf der Bühne aussehen. Wir können so jetzt also ein Passwort-Sealer-Backend angreifen. Hier sehen wir dann die ganzen infizierten Opfer dieses Passwort-Sealers. Jetzt schauen wir uns. Ja, wir kriegen 404, wenn wir auf die Webshell wollen. Jetzt schauen wir uns den Computer der attackierenden Person an. Da fangen wir an mit COP.py. Das generiert so eine böswillige Datenbank, die ist erzeugt worden. Und jetzt werden wir eine Infektion simulieren und senden das auf diesen, an diesen Command and Control Server, der infiziert wurde von dem Passwort-Stealer. Und weil das alles eine gewisse Zeit dauert, können wir uns währenddessen die ganzen DDL-Statements ansehen. Und sehen dann, dass die simpelste Webshell an something PHP gepiped wird. Hoffentlich. So, ist fertig. Schön. Jetzt gehen wir zurück auf diese Seite. Kriegen jetzt einen 200er. Und jetzt lass uns mal versuchen, damit Code auszuführen. Who am I? www.data. Und dann versuchen wir mal etc password, offensichtlich. Yay. Erfolg. Was gerade passiert ist und was wir gezeigt haben, ist, wir können so einen Query zu einer boshaften Datenbank bringen, mit einer boshaften Datenbank bringen und damit boshaften Code auslösen können. Und so beliebt wie SQLite ist, gibt es damit große Möglichkeiten für eine große Reichweite an Attacken. Lasst uns also einen weiteren Nutzungsfall ansehen. Und das ist persistieren auf iOS. iOS benutzt SQLite ausgiebig. Und Persistenz ist hart zu erreichen auf iOS, denn alle ausführbaren Dateien müssen signiert sein. Aber SQLite-Datenbanken sind nicht signiert, gibt ja keinen Grund dafür. iOS und macOS werden beide kompiliert mit Enable FTS Tokenizer. Das ist genau diese gefährliche Flag. Wir wollen also Code-Ausführbarkeit nach dem Reboot wieder kriegen, indem wir eine beliebige SQLite-Datenbank ansehen. Wir nehmen hier das Adressbuch ins Visier. Das hier ist eine Beschreibung in der originalen Datenbank, die haben keine besonders interessante Bedeutung. Und ich werde eine boshafte Datenbank ContactDB erzeugen, womit ihr jetzt schon vertraut seid. Wir fangen erstmal an, damit den Default Tokenizer zu überschreiben. Das zweite DDL-Statement ist
Instanziert diesen boshaften Trigger. Es wird immer dann crashen, wenn ihr das virtuelle Tabellenmodul auslöst. Was ich jetzt als nächstes mache, ist jede Originaltabelle ansehen mit diesem Curry-Hijacking, was wir jetzt schon kennen. Also statt der Tabellen, statt der Spalten, die wir erwarten, leiten wir diese Statements ab in die Views, die wir hier gerade bauen, die ihr schon kennt. Wir rebooten und voila, wir haben damit den Secure Boot umgangen. Und das wirklich Schöne daran, der Crash ist passiert an 41, 49. Das ist genau das, was wir erwarten würden, was passieren würde mit dem Offset 8 von der Version. Aber hey, gibt noch mehr. Die Datenbank wird aber von vielen Prozessen benutzt. Von Contacts, FaceTime, Springboard, WhatsApp, Telegram, XPC Proxy und so fort. Viele dieser Prozesse sind viel privilegierter als andere. Und damit können wir Code dann also auslösen in den Prozessen, die diese Datenbank befragen. Und damit können wir Privilegien eskalieren. Es gibt nichts Spezielles an dieser Kontaktdatenbank. Jede dieser geteilten Datenbanken kann benutzt werden. Die müssen also einfach nur beschreibbar sein durch einen schwachen Nutzer und können dann und wir können uns so eskalieren zu einem stärkeren Nutzer. All diese Bugs haben wir natürlich reported an Apple und hier sind die CVEs. Um das abzuschließen, wenn ihr irgendwas von diesem Talk mitnehmt, dann möchte ich nicht, dass ihr irgendwie verrückte SQL-Gymnastik mitgenommen habt, sondern einerseits solltet ihr mitnehmen, eine Datenbank befragen, ist potenziell nicht sicher. Denn das ist möglicherweise nicht sicher wegen Query-Hijacking. Mit Query-Oriented Programmieren können wir halt insbesondere Memory Corruptions ausbeuten mit nichts weiter als SQL. Kein JavaScript, kein WebSQL. Wir sind uns ziemlich sicher, dass das nur die Spitze des Eisbergs ist. SQLite, total beliebt, aber es ist eigentlich immer nur durch die sehr schmale Linse WebSQL angesehen worden. Es ist zwar total aufregend, Browser zu hijacken, aber es gibt so viel mehr Potenzial dafür. Wir haben viele Gedanken über zukünftige Arbeiten, die man darauf machen kann. Was interessant ist, wäre halt die Primitive zu erweitern, zu absoluten Leseschreibzugriff. Meine Skizze von Exploits war halt nicht schön, weil da viel Hardcore drin ist. Wenn man interne Funktionen von SQLite benutzt, wie SQLite Version, welche Compile Options waren drin, dann kann man diese Copchains dynamisch aufbauen und tatsächlich die spezifische Umgebung, in der man sich gerade befindet, exploiten. Und damit könnte man in so vielen Situationen Privilege Escalation betreiben. Denn EntwicklerInnen hatten einfach ja auch nie im Gedanken, dass man eine Datenbank, die von einer schwachen Nutzerin beschrieben und belesen werden kann, zur Privilegien-Eskalation benutzen werden könnte. Was ihr außerdem wahrscheinlich gesehen habt, ist, dass von den Primitiven nichts exklusiv ist für SQLite. Also wäre es sehr interessant zu sehen, was diese Primitive in anderen Datenbank-Engines machen. Mit anderen Memory Corruption Bugs in anderen Datenbank-Engines. Vielen Dank. Das gibt uns sehr viel Zeit für Fragen. Wir haben hier drei Mikrofone, Nummer 1, Nummer 2 und Nummer 3. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt euch bitte an. Haben wir schon Fragen aus dem Internet? No. All right.
Nein, noch nicht. Nummer 2, bitte. Ich habe eine Frage bezüglich des Hijacking der Create-Funktion. Du hast erwähnt, dass am Anfang des Researchs du angenommen hast, dass Create das erste Wort in diesem Check sein muss und dann ein Space. Und dann konntest du ganz viele andere Sachen erzeugen. Meine Frage ist, ob sich das geändert hat, nachdem das reported wurde. Es scheint ja ein Weg zu sein, um das zu exploiten. Mich interessiert hauptsächlich, was wurde getan, um das zu verhindern? Ja, die SQLite-Leute haben sich eher mit spezifischen Bugs als mit solchen Exploitation-Techniken beschäftigt. Also nein, diese Verifikation ist nicht verändert worden. Und diese Validierung Create Space ist tatsächlich noch nicht lange drin. Vorher hätte jedes DDL-Statement drin sein können. Viel Glück dann in der Zukunft damit. Nummer 1, bitte. Hast du eventuell aus Versehen einen Passwort-Server angegriffen, der zum Stealen benutzt wurde? Nein, das würde ich natürlich nicht tun. Das wäre ja kein legitimer POC. Die Passwörter sind sicher bei den Stealern. Haben wir Fragen aus dem Internet? Keine Fragen. Und wir waren...